Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Resident Evil Revelations 2. Ja, wir haben uns in der letzten Folge davor gescheut, da runter zu gehen und den Schlüssel zu holen für den Zellentürblock, irgendwas Dings. Auf jeden Fall sehr deutsches zusammengewürfeltes Wort, sehr schön, sehr lang. Und irgendwer treibt hier seine Spielchen mit uns. Weil als ich mir nämlich den Schlüssel schnappen wollte, hat irgendwer auf den Knopf gedrückt und die Fesseln gelöst, dass der Typ darunter gefallen ist. Und das wirkt doch hier auch so, als wenn gleich irgendwas aufgeht. Das ist ja das Schlimmste an Horrorspielen, wenn man weiß, es könnte gleich was kommen. Man weiß genau, es kommt irgendwas und es kommt nichts. So, hier kommen wir überall noch nicht. Nee, von der anderen Seite, da kommen wir noch nicht hin. Und hier, die anderen Räume waren auch alle zu. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes über, außer in die Leichenhalle zu gehen. Oh, na super. Ich hätte übrigens gerne eine Pistole. Habe ich das schon mal irgendwie erwähnt? Oh, was haben die hier gemacht? Ey, ist so eklig. Es ist immer wieder eklig, zu was das menschliche Wesen imstande ist. So, hat man die Ecke hier schon? Gibt es irgendwelche Unterlagen? Da gibt es was. Einen Rubin. 250 BP. Was sind denn BP? I don't know. Aber wahrscheinlich kann man sich davon irgendwas Schönes kaufen. So, wo muss man lang? Hier lang. Da gibt es auch noch mal was. Schublade und ein Saphir. Nochmal 500 BP's. So, mach auf hier das Brett. Ja, da sind wir. Da gucken wir mal runter direkt. Okay, da werden wir. Oh, Schlüssel ist da drüben. Da ist was, da ist was. Oh, hier stinkt es aber. Von der anderen Seite verschlossen. Das wird doch sicherlich gleich aufgemacht. Was gibt's hier? Da drüben ist auch nochmal eine Tür. Wir machen jetzt hier erstmal auf. Der Schlüssel ist weg. Ja, ist klar, oder? Aber wir haben eine Pistole, Gott sei Dank. Wirst du die benutzen? Du bist verlässlicher als jeder Mensch. Wenn du es sagst. Und die Kugelsichere, sehr schön. Der Schlüssel muss sich beim Fallen gelöst haben. Könnte überall sein. Nee. Im Dunkeln sehen wir nichts. Such mit der Lampe. Den Waffenhals da hat sie mit ihr, nicht die kugelsichere Weste. Schade eigentlich. So, wir können die Charaktere wechseln. Oh, das ist ja sehr interessant. Apropos Charaktere wechseln, ja. Eigentlich wurde dieses Spiel ja angepriesen mit, Z ist auch nicht Z, Z ist Y. Na, willkommen in Deutschland. Das Spiel wurde ja angepriesen mit einem Zwei-Spieler-Modus. Ich wollte es eigentlich mit dem Dr. D zusammenspielen. Hängen geblieben sein? Lass mich doch hier nicht. Da oben hängt er. Unterbrich mich bitte nicht, Claire. Du bringst mich völlig raus. Ich wollte es eigentlich mit Dr. D spielen, aber es gibt in der PC-Version einfach keinen Zwei-Spieler-Modus mehr. Den haben sie rausgestrichen. Tja. Für Xbox und PlayStation soll es das noch geben, für PC nicht. Darum müssen wir es jetzt alleine spielen. Aber kriegen wir auch irgendwie hin. So, wir gucken jetzt da oben. Da sind sie. Korrekt. Er ist zu weit oben. Ich versuche ihn herunterzuschießen. Na, dann machen wir. Wir wechseln wieder zurück. Adlerauge zielt. Und. Pow. Haben wir drauf. Der Experimentierblock-Schlüssel. Das war das UT-Rät. Oh oh. Wo lang? Da lang nicht. Ich messer dich weg. Headshot. Na, wir haben nicht so viele Kugeln für so eine Späße. Gibt's hier irgendwas? Ja, da gibt's Munition. Gibt's hier noch mehr? Noch beim nächsten Mal. Lauf, Moira. Lauf! Wie denn, wenn ihr hier zu dritt drinne steht? Ah. Von der anderen Seite verschlossen. Wir kommen hier gar nicht so weg. Lasst mich in Ruhe. Moira, wo bist du?
Alter, ich würde da gerne hoch. Das geht schon gut los hier. Wir sind zu blöd, diese Leiter zu benutzen. Wow, fuck ey. Wir heilen uns kurz. Ach, Moira ist schon hochgekrabbelt. Das ist sehr schön. So, und jetzt hat es geklappt. Ah, super, yay. So, Kollegen. Ah, weg von mir. Alter. Ja, das wäre einfacher gewesen, wenn wir es gleich so gemacht hätten. Verdammt, ey. So, erste Konfrontation mit Zombies oder was auch immer das für Viecher sind. Lief richtig kacke. Ich hoffe nur, es wird besser. So, können wir jetzt hier rein? Immer noch nicht. Ah, und die ganze Munition verschwendet. Munition verschwendet, Leben verschwendet, alles verschwendet. Ich hätte noch nach oben drücken müssen, ne? Das habe ich irgendwie verpennt gerade, als sie mich da von der Leiter gezogen haben. Wann ist das nur vorbei? Gehen wir zurück und probieren den Schlüssel. Das machen wir gerne. Nur ist jetzt hier wahrscheinlich alles voll. Mit Zombies. Darf nicht so viel verballern, würde ich sagen. Lauf mal einfach dran vorbei. Wir kriegen ja nichts dafür, dass wir die... Oh, ausweichen. Aha, aha. Ah, jetzt ist der Raum hier offen. Okay. Da gibt es ein Heilkraut. Und Munition. Mehr gibt es hier gerade nicht, wie ich sehe. Dem Kollegen da könnten wir ausweichen. Wir könnten ihm auch einfach ins Gesicht schießen. Und am besten zweimal und dann ist er auch tot. Dann brauchen wir uns hier nicht ärgern. Man muss nur ein bisschen treffen. Dann ist ja hier alles gut. Wow, guten Tag. Einmal und zweimal. Und dann gehen wir weg. Allein in seiner Stinkekammer hier gewesen. So, hier gibt's auch nichts. Oh, hier kommt doch sicherlich gleich einer um eine Ecke gesprungen, oder? So wie der da. Eine Kugel verschenkt. Aber wir haben genug. Wir haben 20 Stück. Wenn das so weiterläuft, reicht das für die... Wow, Kollege! Wir messern dich weg. Oh, Nahkampfangriff. Geht auch. Er ist doch noch nicht tot, oder? Nee. Stirb! Stirb! Ich glaube, er ist doch tot. Aber wir gehen auf Nummer sicher. Ja, ich glaube, der ist tot. So, und letzte Kammer. Nichts los. Alles gut. So, dann bitte einmal öffnen. Boah, das war ja eine richtig arme Vorstellung da unten, ey. Das fasse ich ja noch gar nicht. So blöd angestellt. Leiter nicht hochgekommen, weglaufen hat nicht geklappt, der Schießen hat nicht geklappt, die liegt hier immer noch rum. Ist noch nicht wieder aufgestanden. Aber die Tür ist zu. Die Tür hinter uns hat sich geschlossen. Gut, aber wir haben den Schlüssel, wir machen auf, wir gehen durch. Um da was festzustellen, dass es etwas ruhiger wird. Und es gibt eine, was ist denn das? Schrotflinte. So eine dicke Wummi habt und nicht geschafft, hier durchzukommen. So, mit 1, 2, 3, 4 können wir die Waffen wechseln. Man kann aber auch mit Mausrad hoch und runter die Waffen wechseln. Schrotflintenmunition. Du brauchst auch eine Pistole. Nein, brauche ich überhaupt nicht. Sorry, Schusswaffen fasse ich nicht an. Nicht mit der Sache. Mist, tut mir leid. Ganz vergessen. Vielleicht finden wir etwas anderes für dich. Was ist denn die Sache? Nein, ich bin Taschenlampenträger oder sowas. Ehrlich. Wieso muss ich denn jetzt... Ich wollte nicht wechseln.
Ich glaube, da ist etwas Glänzendes, aber ich kann es nicht erkennen. Da fällt mir gerade ein. Mit der Lampe. Ich habe, Was ist das? Kafka-Zeichen. Aha. Das heißt, diese Dinger muss man hier sammeln. Es fällt mir nämlich gerade ein, ich habe doch tatsächlich das Turm, das Emblem vergessen, was da vorhin war. Cool. Eine Schlagwaffe. Ich kann mit Schlagwaffen. Man muss hier immer noch mal... Unterstützung von Moira. Moira kann mit der linken Maustaste mit ihrem Brecheisen angreifen. Indem sie Gegner von hinten mit dem Brecheisen trifft, kann sie diese betäuben. Sie kann außerdem mit der linken Maustaste einen Folgeangriff auf gefallene Gegner ausführen. Das ist cool. Aber was ich gerade erzählen wollte, ich habe das Emblem vergessen und man muss hier alles, was blinkt, nochmal extra anleuchten mit ihr. Und dann kann man das mitnehmen. Ah, das Emblem vergessen. Das ist natürlich doof, ja. Aber ich habe das von da unten noch gar nicht mehr gesehen. Das hätte man im Flur machen müssen. Kafka-Zeichen. Ist das Franz Kafka? Der Kafka oder ein anderer? So, brich mal auf ihr Mädel. Zeig mal, wie das geht. So, jetzt dürfen wir auch wieder zurückwechseln. Wenn sie denn mal Platz macht. Oh, Hallöchen. Wo war denn das? Lea, das hast du gesehen, oder? Nö. Ja, da war irgendwas. Ein kleines Mädchen war das. Kein Grund, Panik zu schieben. Keine Grund. So, was gibt's denn hier? Ich hab da was leuchten sehen. Darf ich das nicht einfach so mitnehmen? Muss ich das jetzt mit ihr? Ach, das ist doof. Das finde ich nicht an so cool. Da muss ich jetzt jedes Mal wechseln. So, hier gibt es ja sonst weiter nichts. Außer da nochmal eine Ecke, wo man reinleuchten kann. Also Pistolenmunition haben wir jetzt echt genug, ja. Na gut, dann machen wir hier das Türchen auf. Wie sieht denn das eigentlich aus? Genau, sehr schick. Kann man alles verprügeln. Schusswaffen möchte sie also nicht, aber mit dem Brecheisen geht sie hart ran. Aber was war denn dieser Vorfall, den sie da gemeint hat? Das würde ich gerne mal noch wissen. Das wird uns aber sicherlich noch berichtet werden im Laufe des Spiels. Gehe ich stark von aus. Oh, Licht. Wir kommen raus. Ah, scheiße, doch nicht. Das klingt nach Zombies. Wir sollten zu Claire wechseln. Es ruckelt doch ganz schön. Das hätte ich nicht gedacht. So, die werden doch gleich alle auf einmal rausgelassen, oder? Das ist doch zu erwarten. Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Ihr könnt es mir sagen. Sprecht mit mir. Was hat das zu bedeuten? Mackeres. Die Armreifen wechseln ihre Farbe als Reaktion auf Furcht. Und wer genau sind Sie? Spricht sie mit uns oder zu uns? Ich glaube zu, Moira. Ich glaube zu. So, wir nehmen mal kurz die Pistole. Wieso habe ich ihn? Moira, gibst du mir die Munition auch mal irgendwie? Das war die falsche Taste. T war das Menü. Moira, das wäre cool, wenn du die uns geben würdest, weil du brauchst die nicht. So, wir holen mal das Ding da oben runter. 500 BPs. Und da können wir natürlich nicht raus. Wir laden nach. Gucken uns hier noch ein bisschen weiter um. Also wie eben schon leicht erwähnt, dem da möchte ich nicht begegnen. Können wir da reinschießen? Nope. Das sind panzerkugelsichere Metallstäbe und so. So, das dritte Hellkraut. Können wir wieder nur 5 tragen. Aber es scheint 1, 2 sind hier drinne. Da können wir noch gleich unsere Schrotflinte ausprobieren, oder? Ich habe eigentlich noch gar nicht gesehen, ob es eine Karte oder so. So viel dazu. Wir haben eine Karte. So, und da fehlt ein Zahnrad. Scheint rauszugehen. Oh, verdammte Technik. Yep. Genau diese.
Was ist denn das für ein Käfig? Da ist was hinter. Da ist was hinter. Moira, kommst du daran? Kannst du das anleuchten? Da müssen wir wahrscheinlich Strom drauf machen. Das sieht nämlich sehr blutig aus. Das sieht aus, als wenn das hier durchfahren könnte. Oder kann man das ziehen? Nee. Das sieht nicht. Aber wir können ja, da hier noch keine Gegner sind, erstmal so ein bisschen rumleuchten. Vielleicht finden wir ja noch so ein Kafka-Abzeichen oder sowas. Stand ja dran, 1 von 6. Hier ist auch so ein Ding. Das heißt, hier werde ich dann erstmal nicht mehr vorbeikommen, ohne mir dolle weh zu tun. So, dann geht es darum und darum. Gibt es hier eine Karte? Wie kann ich die Karte auswählen? M ist es nicht. C ist es auch nicht. Was ist denn so eine typische Taste für die Karte? Oder wurde mir das gerade gesagt und ich habe es überlesen? Wir gucken auf jeden Fall hier nochmal hoch. Hier im Eilgang. Da sitzt keiner am Steuerpult. Hier ist noch ein Kollege drin. Komm noch. Ich mach mit. So nicht, mein Freund. Kommst du da jetzt raus oder nicht? Kann man hier? Nein. Schaltzentralenschlüssel wird benötigt. Gut, dann gehen wir erstmal runter. Ach, du willst auch raus. Komm noch. Kriegst du aufs Maul, du. Oh, da ist ein ruhiger. So viel zum Ruhigen, ne? Jungs, das wird nix. Das wird so nix. Ich muss Moira auch ein Kraut nehmen lassen, sehe ich gerade. Die hat eine eigene Item-Verwaltung. Das wäre aber auch blöde, wenn man es denn doch jetzt zu zweit spielen würde. Und mit Moira die ganze Zeit rumläuft, die nicht schießen kann. Die ganze Zeit nur mit dieser blöden Taschenlampe rumrennt. Das würde ich persönlich ganz schön doof finden. So, da hat auch nichts geleuchtet. Schade. Dann gucken wir mal. Keine Zombies, nichts zu sehen. Was hängt da rum? Da ist das Zahnrad. Und ein Buch. Auszug aus Kafkas in der Strafkolonie. Hier ist tatsächlich einer Kafka-Fan. Der Reisende unterbrach ihn. Er kennt sein eigenes Urteil nicht? Nein, sagte der Offizier wieder. Stockte dann einen Augenblick, als verlangte er vom Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage. Und sagte dann, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja auf seinem Leib. Er erfährt es auf seinem Leib. Ich hoffe, wir erfahren ja nichts auf unserem Leib. So, knack auf das Ding. Ein Topaz. Nehmen wir mit. Edelsteine sind immer gut in Zombie Survival. Überlebenskämpfen und so. Die kann man gut an den Mann bringen. Kann man einen Zombie am Kopf werfen. Sieht gemütlich aus. Ja, hätte gern eins zu Hause. Schau dir diese Vorrichtung an. Da steckt etwas fest. Ja, ein Toter. Ich will da gar nicht auf den Knopf drücken. Da passiert doch irgendwas. So, was gibt's hier hinten? Eine Werkbank. Eine Werkbank für Claire. Und eine Teilebox. Sowas, was wir vorhin schon mal gesehen haben. So, dann kann man hier... Geht's auch hoch? Ja, komm, kletter da einfach mal. Und da geht's dann weiter. Das wollen wir natürlich noch nicht. Haben wir jetzt hier alles stehen und liegen lassen. So, dann gibt's hier... Was ist das? Verbandsmittel. Was ist denn? Stoppt Blutungen und heilt Wunden. Auch vom Partner benutzbar. Gut, die Waffenkiste gehen wir erstmal rüber. Hier können wir sagen, übergeben 1. Genau, so wollte ich das haben. So, und dann gucken wir mal, wie man das Ding hier hochgefahren. Ich werde dich stützen. Schau, ob du hochklettern kannst. Da wollte ich doch noch gar nicht hin. Ich wollte doch erstmal hier auf den Knopf drücken. Strom. Das funktioniert nicht. Danke. Der Strom ist wohl aus. Vielleicht gibt es einen Schalter. War ja klar.
Gut, ich würde gerne da hochklären. Wirf mich. Benutz mich. Ja, hätte man jetzt so einfach zupacken können. So. Hallöchen. Kiste? Kiste? Kiste geht auf. Ach du, was ist denn das? Einige Kisten müssen erst aufgeschlossen werden. Bewegen Sie den Cursor, um den Entriegelungspunkt zu finden. Die Position des Entriegelungspunktes können Sie anhand der Farbe des Cursors und der Vibration des Controllers ermitteln. Gut, ich spiele mit Maus und Tastatur. Sie erhalten einen Hinweis, aber nur bei der ersten Kiste. Die Vibration des Controllers ist doch schon mal bekloppt. Konzentrieren? Hä? Was? Wie? Wo? Da wird's gelb. Also hier so die Ecke. Hä? Was? Manchmal gibt es mehrere Entriegelungspunkte. Versuchen Sie alle zu finden. Gut, also immer die gelben und dann Knopf drücken. Das ist ja easy. So, was gibt's da Schickes? Pistolen-Munitionshalter. Yay. Nehmen wir mit. Red Rings. So. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir denn die Stromzufuhr wiederherstellen. Also, bis dahin.